Ja, hi, hier bei schönem Wetter in Köln am Rhein. Morgen die Affidi Days von Ralf Schmitz. Aber ich bin schon vorher angereist, um mich mit coolen Leuten zu treffen. Und die erste Person habe ich da, Steff Stein. Und ich lasse sie einfach mal vorstellen, weil das ist immer am besten, wenn man sich selbst vorstellt. Und ja, wer bist du? Ja, hi ihr Lieben, mein Name ist Steff Stein, ich bin Motivationstrainerin und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und bin ganz froh, dass ich mich heute hier mit Michael treffen konnte und wir haben schon super miteinander gesprochen und ja, bin ganz froh, dass wir uns heute mal persönlich kennenlernen konnten. Ja, das wird auch Zeit, weil sie hat nächste Woche hier vorne in Köln ein Event, hier vorne im Maritim Hotel und da werden wir die Bühne rocken. Mehr als 50 Leute sollen kommen und vielleicht bist du einer der Leute und der Link zum Event ist auf jeden Fall hier unter dem Video. Was erwartet die Leute auf diesem Event? Ja, was erwartet die Leute auf diesem Event? Ich habe mir schon vor geraumer Zeit die Gedanken gemacht, dass der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung immer 5 wichtige Punkte mit sich bringt. Das sind einmal deine Gedanken, ja, weil deine Gedanken sind der Start zu dem, was du überhaupt tust, ja. Dann sind es die Ängste, das ist der Lebenspunkt Nummer 2 bei mir. Warum? Weil die meisten Menschen, wie ich gemerkt habe, Angst haben vor Erfolg. Dann brauchst du natürlich ein Umfeld und zwar musst du dein Umfeld lernen, weise zu wählen. Zusätzlich brauchst du aber auch den Mut, um das Ganze wieder auf die Kette zu kriegen, ja, deine Gedanken zu switchen, deine Ängste zu überwinden, dein Umfeld weise zu wählen. Und ganz am Ende bringt dir auch gar nichts etwas, wenn du noch nicht deinen Sinn gefunden hast. Und das sind die 5 Punkte, in die wir da eintauchen an diesem Tag. Und ja, vielleicht bist du dabei. Also ich würde mich riesig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und ja, ich habe mir auch was überlegt. Okay, cool. Und was? Ich habe mir überlegt, für die Leute, die das Video teilen, unter allen, die das Video teilen, verlose ich ein Gratis-Ticket. Okay, super, hey, cool. Ja, also normalerweise kostet so ein Ticket 79 Euro. Ich verlose ein Gratis-Ticket und ich habe mir noch was überlegt. Okay, was denn, ey, jetzt aber, hey, ja, so viele Sachen. Was, wir machen noch was. Und zwar nur heute 2 Tickets für 39 Euro für dich. Und wie funktioniert das Ganze? Du schreibst mir bei Facebook, ja, in die Privatnachricht, schreibst du einfach Info oder Ticket oder sonst irgendetwas und dann kriegst du 2 Tickets für den Preis von 39 Euro. Ist das was? Okay, das ist doch super. Also den Account verlinke ich unten auch nochmal unter dem Video. Das ist super geil und ich habe mich auch gerade so ein bisschen selber wiedererkannt, wo du das gesagt hast. Du hast zum Beispiel gesagt, dass man sich halt so, ja, so selbst sabotiert vom Erfolg. Ich habe das auch manchmal, dass ich kurz davor bin, den Durchbruch zu schaffen mit irgendetwas und dann auf einmal habe ich so ein Schlendian drin und dann zum Beispiel meinen ersten Videokurs oder so. Ich war da schon recht weit fertig, hätte da nur noch ein paar Schritte machen müssen und so. Aber die letzten Schritte haben irgendwie total lange gedauert oder so. Dann war ich zwar noch krank, hatte eine Erkältung, konnte die letzten Videos nicht machen, aber die letzten Schritte haben echt total lange gedauert. Und ich dachte mir so, hey, das ist doch nur noch ein paar Videos aufnehmen und dann kann ich den Videokurs am Markt bringen. Und ich habe mich echt so ein bisschen nochmal wieder sabotiert. Und ich dachte mir so, hey, warum mache ich das eigentlich? Genau, das Ding ist halt immer, oft geben die Menschen auf, kurz vor dem Erfolg. Das ist mir selber auch schon so oft passiert, ja. Die Menschen, die meine Geschichte kennen, die wissen, dass ich selber von ganz unten auf dem Weg nach ganz oben bin. Warum? Du musst durchhalten und meistens tut's weh. Meistens wirst du faul oder du denkst ja, ist das auch alles so richtig? Kauft das Ding überhaupt jemand, wenn ich sowas mache? Alles Gedanken, Glaubenssätze, die sich gefestigt haben, ja. Und wichtig ist, dass du dann dran bleibst. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Nämlich, du bleibst immer dran, wenn du einen Fokus hast, ja, wenn du einen Sinn für dich gefunden hast. Warum machst du das Ganze? Warum hast du angefangen? Weil du musst dir vorstellen, wenn du das Ganze wieder aufhörst, ja, wenn du aufhörst, wenn du deine Videos nicht abdrehst in diesem Fall, ja, was passiert dann? Die ganze Zeit, die du da reingesteckt hast, die war umsonst. Die war umsonst. Und deswegen, du musst durchhalten, weil was ist denn, wenn dieses eine Ding, was du da abgedreht hast, dein Weg zum Erfolg ist? Was ist denn dann? Du wirst es nicht rausfinden, wenn du nicht fertig wirst. Genau. Deswegen bleib fokussiert und halte durch. Das ist das, was ich hier sagen kann, weil das lohnt sich. Das lohnt sich. Deswegen sind auch nicht all die Leute so erfolgreich, die gerne erfolgreich werden wollen würden, weil sie nicht durchhalten. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo die Leute sagen, ich höre auf. Und wenn du diesen Punkt überwindest, dann kann ich dir auch sagen, dann wird das Ganze auch was. Okay, und das lernen wir nächste Woche bei dir. Genau. Das ist super geil und da können wir auch super gut netzwerken. Ich werde auch da sein. Und
Ja, so hol dir so ein Ticket auf jeden Fall, weil ja. das ist echt oft so, dass so Mindset-Fragen da sind, so Kleinigkeiten. Und da stolpert man drüber, das erlebe ich auch mit dem Fokus. Ich habe vor 2 Tagen mit jemand gesprochen, die Person meint auch, sie hat gerade keinen Erfolg, kein Geld und. Und dann hat die Person mir aber auch erzählt, was sie alles macht. Ja. Na, für verschiedene Firmen, Projekte und so. Und dann dachte ich mir so, Alter, jeder dieser Projekte sind eigentlich Millionenmärkte. Ja. Ne? Ja. Selbst mit einem von diesen Projekten kann man auf jeden Fall super von leben. Ja. Und, aber du schaffst es nicht mit 5 oder 6 oder so. Und dann waren wir weiter im Gespräch und dann war noch, ja, aber das mache ich ja jetzt auch noch und so. Und dabei habe ich sofort, das erste habe ich gemerkt, da fehlt einfach der Fokus mal auf ein Business. Genau. Vielleicht auch ein zweites Standbein ist auch nicht so schlecht, aber dann hat sich das auch. Genau. Ja? Mach eine Sache erstmal fertig. Mach erstmal eine Sache fertig, dass die Sache steht, bevor du 10 verschiedene Dinge anfängst. Weil ich kann dir versprechen, die meisten machen 10 Dinge auf einmal, weil sie finanziell unabhängig werden möchten, weil sie viel Zeit gewinnen möchten. Ich kann dir sagen, wenn du 10 Dinge auf einmal machst, wirst du nie Zeit haben und du wirst auch nie 100% deinen Erfolg feiern können. Wird nicht funktionieren. Ja. Und du wirst auch die 10 Dinge nicht, du kannst ja auch keine 10 Kuchen backen oder so oder, genau. Oder braten und Kuchen backen und Wäsche waschen und alles gleichzeitig und von einem Raum zum anderen rennen und so. Richtig. Da wird auch alles nicht klappen und so ist es auch im Business. Ja? Und gleichzeitig, wofür stehst du denn dann im Business halt, wenn du alles machst? Ja, wenn du dich vorstellst und sagst, ja, ich mache jetzt 10 Sachen oder so. Du wirst nicht ernst genommen. Na? So, wir genießen jetzt den Tag hier, weil wir wollen noch ein bisschen Vorbereitung machen für das Event. Genau. Und werden jetzt Eis essen gehen. Und dann mal schauen. Bis dann. Hast du noch was zu sagen? Bis dahin. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und nicht vergessen, mein Motto, jeder kann es schaffen, auch du. Okay, ciao. Links sind unter dem Video. Ciao.